Ja, vielen Dank. Zunächst einmal finde ich es sehr gut, dass es hier in diesem Land Menschen gibt, die bereit sind, trotz der ganzen Propaganda, die wir erleben, einfach nur für ein elementares Thema wie Frieden in Europa einzutreten. Und dieser Krieg in Europa, der kommt für viele von uns wie aus dem Nichts. Der ist für viele von uns ein Schock. Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, 70er, 80er Jahren aufgewachsen, sozusagen ein Kind des Kalten Krieges. Und für uns war die Möglichkeit eines Krieges in Europa, zumindest in unserer Jugend, immer so eine Horrorvision, eine Drohvision. Aber für alle anderen, die danach geboren und aufgewachsen sind, ist ein Krieg in Europa eigentlich unvorstellbar gewesen. Und wir sind alle aufgewachsen in den letzten 20, 30 Jahren oder haben die letzten 20, 30 Jahre erlebt in einem totalen Frieden und alle Probleme der Welt schienen in Europa nicht zu betreffen. Und jetzt gibt es viele Leute, die sagen, am 24. Februar 2022 hat sich alles geändert. Und das finde ich eine bemerkenswerte kurze Erinnerung. Es gab in Europa sehr wohl in den 90er Jahren auf europäischem Boden, hat vielleicht keiner so richtig wahrgenommen, in Jugoslawien einen Krieg. In diesem Krieg in Jugoslawien sind viele Menschen gestorben und ich darf es mal sagen, zum ersten Mal wurden deutsche Truppen außerhalb Deutschlands in einem Kampfeinsatz eingesetzt. Und man hat, der ein oder andere kann sich das vielleicht nicht vorstellen, wir haben damals eine rot-grüne Bundesregierung gehabt. Eine rot-grüne Bundesregierung, eine grüne Partei, die erwachsen ist für alle, die in den 70er oder 80er Jahren aufgewachsen sind, war die grüne Partei praktisch identisch mit der Friedensbewegung. Und genau diese grüne Partei, wenn sie an der Regierung ist, die waren damals zum ersten Mal in der Bundesregierung, genau diese Partei hat dazu geführt, dass deutsche Truppen in einem Kriegseinsatz waren. Und da sieht man dran, wie wenig ein Parteiprogramm und die zur Schau getragene Parteipolitik in der Regierung bei bestimmten Parteien sich widerspiegelt. Und das ist für mich das schockierendste Erlebnis überhaupt. Politik hat vor allen Dingen ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die meisten Politiker, die heute an der Regierung sind, die sind mit Versprechungen gewählt worden, die sie überhaupt nicht erfüllen. Und das führt bei vielen Menschen dazu, dass sie nicht mehr an Politik glauben. Und wir als AfD sind angetreten, um genau das zu ändern. Wir werden vielleicht nicht für alles, Sie werden vielleicht auch von mir nicht das alles hören, was Sie hören wollen. Aber ich kann Ihnen eins versichern. Die Intention bei uns ist die, dass wir Sie nicht umerziehen wollen. Dass wir nicht, wenn wir an der Regierung sind, Dinge tun wollen, die wir für richtig halten und die wir Ihnen vorher verschweigen. Sondern für mich das Wichtigste ist, dass wir auf das hören, was Sie wollen, das in unserem Programm einbinden und dann hinterher genau das machen, was Sie wollen, nicht das, was wir für richtig halten. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Es gab, glaube ich, in Deutschland keine Abstimmung darüber, wollen wir uns an diesem Krieg mit Waffenlieferung beteiligen. Ich habe nicht gesehen, dass wir in diesem Deutschen Bundestag ein klares Mandat gegeben haben für Waffenlieferung. Nein, das haben wir nicht. Wir haben nicht darüber abgestimmt. Die Regierung hat es entschieden. Muss man fairerweise dazu sagen, wenn sie es abgestimmt hätten im Deutschen Bundestag, hätten sie natürlich dafür auch eine Mehrheit gekriegt. Aber es ist schon sehr traurig zu sehen, diese Parteien sind mit völlig anderen Voraussetzungen gewählt worden. Sie sind gewählt worden mit der klaren Ansage, eine bessere Politik für unser Land zu machen. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema, was hier alle natürlich bewegt. Wie beenden wir diesen Konflikt in Europa? Und da muss man sich mal ganz... Elon Musk hat das ja schön auf Twitter gesagt. Der Konflikt muss einfach mal gedanklich zurückgeführt werden in seinen Ursprung. Und wenn man sich den Ursprung dieses Konfliktes anschaut, dann stellt man fest, der war nicht 2022. Der Ursprung dieses Konflikts geht weit, weit zurück. Manche sagen, der Konflikt geht zurück bis zum Zerfall der Sowjetunion. Andere sagen, das hat alles erst 2014 angefangen. Fakt ist, in der Ukraine gibt es ethnische Konflikte, regionale Konflikte, vor allen Dingen im Donbass. Und Russland und die Ukraine
haben beide Ethnien in der Ukraine oder zumindest eine russische Minderheit. Und aus diesem Konflikt ist eine Auseinandersetzung entstanden, die jetzt dazu geführt hat, dass russische Truppen, und das muss man auch ganz klar sagen, völkerrechtswidrig in der Ukraine einmarschiert sind. Warum hat die Ukraine auf diesen Konflikt nicht im Vorfeld eingewirkt, die ukrainische Regierung eingewirkt, dass es gar nicht dazu kommt? Und das ist der entscheidende Punkt bei diesem Krieg. Er gilt nicht unbedingt für alle anderen Kriege, aber er gilt für diesen Krieg. Die ukrainische Regierung hat alle Versuche der Mediation, zumindest für mich erkennbar, für viele andere auch erkennbar, links liegen lassen und ist praktisch in diesen Krieg rein. Warum? Weil die Rechnung für das, was da momentan passiert, eben nicht von der Ukraine getragen wird. Zumindest nicht die finanzielle Rechnung. Die Ukraine führt diesen Krieg im Wesentlichen momentan mit der Unterstützung vieler westlicher Staaten, vor allen Dingen der NATO-Staaten und natürlich auch von Amerika. Ist ja auch ein NATO-Land, klar. Die Hauptunterstützung hier für die Ukraine kommt aus diesen Ländern. Die ganzen Waffenlieferungen, die diesen Krieg, dieses Morden in der Ukraine überhaupt erst ermöglichen, damit die Ukraine sich verteidigen kann, sind eben Lieferungen anderer Länder. Und da muss man sich auch mal fragen, als deutsche Regierung, wir sind nicht gewählt, oder die Deutschen haben nicht eine Regierung gewählt, die Freiheit der Ukraine verteidigen soll. Die Deutschen haben eine Regierung gewählt, die Interessen Deutschlands vertreten soll. Und die Interessen Deutschlands ist doch nicht, die Interessen Deutschlands sind doch nicht, eine Auseinandersetzung in der Ukraine mit deutschen Waffen zu führen. Die Bundesrepublik Deutschland hat noch nie Waffen in ein Kriegsgebiet, zumindest nicht offiziell, geliefert. Und genau ist es wieder eine grüne Regierung, die genau das macht. Es fing an mit Helmen, da haben ja viele noch gelacht. Ja, es ging dann weiter mit allen möglichen kleineren Waffensystemen. Es ist jetzt angekommen bei Hauptwaffensystemen wie Kampfpanzern. Und ich kann Ihnen eins versichern. Die Ukraine verwendet sogar Waffensysteme, die die Bundeswehr gar nicht hat und gerne hätte. Das ist zum Beispiel das Luftabwehrsystem. Kein einziges dieser Luftabwehrsysteme ist in der Bundeswehr. Nein, die sind komplett mit unserem Steuergeld in die Ukraine geschickt worden. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere hier, warum kann die Ukraine eigentlich die modernsten Waffensysteme der Amerikaner und anderer Länder finanzieren? Ein Land, das wirtschaftlich am Abgrund steht. Und da gibt es etwas, was viele vielleicht gar nicht so wissen. Die Amerikaner, die ja hier auch massiv vertreten sind, haben die Waffen der Ukraine nämlich nicht geschenkt. Sie haben sie der Ukraine geliehen, verleased, lend and lease. Und wissen Sie, wer für diese Kosten der Finanzierung aufkommt? Das ist die Europäische Union. Und wissen Sie, wer der Hauptzahler der Europäischen Union ist? Und jetzt wissen Sie auch, warum das uns sehr wohl angeht, was da passiert. Es ist nicht im Interesse der deutschen Regierung oder des deutschen Volkes, einen Krieg in der Ukraine zu unterstützen und zu finanzieren. Und wenn die ukrainische Regierung für Freiheit eintritt und die ukrainische Bevölkerung da voll dahinter steht, dann soll die Ukraine, und das sage ich jetzt auch mal in vollem Bewusstsein, die Ukraine den Krieg im Rahmen ihrer Möglichkeiten führen. Und wenn die ukrainische Regierung am Anfang dieses Konfliktes gewusst hätte, dass sie den weder wirtschaftlich noch finanziell durchhalten kann, dann hätte sie ihre junge Generation auch nicht in dieses Massengrab geschickt. Und so funktioniert nämlich Wirklichkeit, Politik. Man darf nicht als anderer, als Unbeteiligter aus dem Ausland einen Konflikt, der eigentlich für die Ukraine selber nicht zu gewinnen ist, so künstlich aufheizen wie diesen Krieg. Und das ist das, was wir als AfD der Bundesregierung hier vorwerfen. Diesen Konflikt gäbe es nicht, er wäre schon längst zu Ende durch Waffenstillstandsverhandlungen und es hätte vielleicht auch nie einen Konflikt gegeben. Weil nämlich dieser ganze Krieg nur da ist, weil es ein Stellvertreterkrieg ist. Ein Stellvertreterkrieg, der geführt wird von NATO-Ländern in der Ukraine. Und ja, jetzt habe ich gerade gehört, raus aus der NATO. Dieser Krieg sollte uns eine Lehre sein. Er sollte uns in Deutschland eine große Lehre sein. Er zeigt nämlich eins: Ein Land, das keine
vollständige Souveränität über seine Handlungen hat, ist ein Opfer. Ein Land wie die Ukraine, das sich nicht verteidigen kann, ist ein Opfer. Das ist schlimm. Das finde ich auch bedauerlich. Aber es ist eben der Gang der Welt. Und wenn ich mich in einem Bündnis befinde, wie Deutschland in der NATO, dann muss man sich durchaus fragen, ob alles, was in diesem Bündnis passiert, im Interesse der Menschen in diesem Land passiert. Und jetzt bin ich bei dem Punkt. Wir können nicht als deutsche Bevölkerung, können wir nicht Weltpolizei spielen. Und wenn wir nicht Weltpolizei spielen wollen, dann müssen wir uns fragen, wie wir unsere Bündnispartner in der NATO dazu kriegen, dass sie uns nicht in Konflikte reintreiben, die nicht im Interesse unseres Landes sind. Ja, raus aus der NATO ist so ein Spruch. Ja, es ist auch so, ich sage Ihnen das ganz offen, es ist so, dass es in unserer Partei diskutiert wird. Aber jetzt komme ich zu der Konsequenz. Raus aus der NATO kann nicht bedeuten, dass wir alle Waffen in diesem Land abgeben. Und ein Hauptkritikpunkt, den die AfD gegenüber den anderen Fraktionen im Bundestag immer geäußert hat, ist, durch die Waffenlieferung in die Ukraine plündern wir unsere Bundeswehr vollständig. Wir machen uns, und das hat auch der Bundeswehr, verschiedene Bundeswehrvertreter haben das gesagt, es ist völlig klar, wir sind überhaupt gar nicht verteidigungsfähig. Dieses Land ist weder in der Lage, personell noch materiell die Sicherheit und die Unverletzlichkeit unserer Grenzen sicherzustellen. Wir sind auf diese NATO und vor allen Dingen auf die Unterstützung der Amerikaner in einem möglichen Konfliktfall angewiesen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Wenn Sie wissen, dass Sie sich selber nicht helfen können und jemand anderen brauchen, dann will der andere dafür natürlich eine Gegenleistung. Und diese Gegenleistung dafür ist, dass Sie in vielen anderen Fällen keine souveräne Politik machen können. Wir können als Deutsche doch gar nicht entscheiden, dass wir aus der NATO rausgehen und dann im Prinzip völlig wehrunfähig in diesem Land auf dem Teller stehen. Und wie souverän dieses Land ist, zeigt, dass wenige zig Kilometer von unserer Landesgrenze in der Ostsee eine Pipeline gesprengt wird. Und eigentlich müssten alle NATO-Länder in der Ostsee wissen, was da passiert ist. Die überwachen nämlich diesen Raum. Haben Sie in Deutschland eine Diskussion erlebt? Hat hier irgendjemand sich gefragt, wie kann es sein, dass wir nicht wissen, was da passiert ist? Und da sage ich Ihnen auch ganz offen, wir haben es gerade eben gehört, den Spruch raus aus der NATO, wenn das unsere Freunde sind, dann will ich nicht wissen, was unsere Feinde mit unserer Regierung machen. Dann braucht man auch keine Feinde mehr. Und es zeigt, unterm Strich zeigt es, die einzig entscheidende Sache, die wir begreifen müssen in der Weltpolitik ist, wir können nicht in jedem Land intervenieren. Wir sind nicht die Amerikaner, auch die Amerikaner sollten das nicht tun. Sie haben sehr viel Unheil in den letzten Jahren angerichtet. Guckt man sich die Spur der amerikanischen Politik in der Welt an. Demokratie herbeigebombt im Irak? Nein. In Syrien? Nein. In Libyen? Nein. Hat man Jugoslawien völlig konfliktfrei verlassen? Kann man auch nicht unbedingt sagen. Unterm Strich betrachtet ist es so, dass militärische Intervention selten dazu geführt hat, dass die Menschen in den jeweiligen Ländern hinterher frei und in Frieden gelebt haben. Und das ist aber genau das, was die allermeisten Menschen wollen. Das heißt also, interventionistische Politik, wie sie passiert, führt selten zu einem positiven Ergebnis. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wir müssen als Deutsche begreifen, es gibt nur eine einzige Lösung. Wir können uns nicht an einen großen Bruder dranhängen, weil wenn wir das tun, in vielen Themen, dann werden wir den Weg der Amerikaner immer mitgehen müssen und die Politik der Amerikaner mittragen müssen. Wenn wir das nicht wollen, dann gibt es eine Partei und eine Fraktion im Deutschen Bundestag, die gesagt hat, wenn wir ihre Interessen der deutschen Bevölkerung vertreten wollen und nur ihre Interessen, dann müssen wir Souveränität anstreben. Und Souveränität heißt, in einer Europäischen Union nach eigenen Interessen handeln oder raustreten, wenn es nicht möglich ist, und auch in einer NATO die eigenen Interessen durchsetzen und gegebenenfalls die anderen NATO-Partner dazu bringen, genau so zu handeln. Jetzt komme ich zu dem Punkt, das können Sie aber nur, wenn Sie ernst genommen werden. Wenn wir innerhalb der NATO ein
unbedeutendes Mitglied sind, das im Grunde genommen überhaupt keine Rolle spielt für die Verteidigungsfähigkeit, dann nimmt uns keiner ernst. Das ist momentan der Fall. Und deshalb passieren diese Dinge. Und ich wünsche mir, dass die Bundesregierung aufhört, so zu tun, als seien wir hier im Prinzip der Steigbügelhalter anderer Interessen, amerikanischer oder britischer Interessen, in der Ukraine. Wir Deutsche haben kein Händel mit Russland. Wir Deutsche haben kein Händel mit der Ukraine. Ukraine und Russland führen ihren Konflikt. Das ist nicht unser Krieg. Und weil es nicht unser Krieg ist, sollten wir auch dafür sorgen und dafür uns einsetzen, dass dieser Krieg weder von deutschem Boden unterstützt wird, noch mit deutschen Mitteln unterstützt wird. Es tut mir leid, wenn die Ukraine sich nicht verteidigen kann. Trotzdem, es ist nicht unser Krieg. Und Deutschland ist sehr gut damit gefahren, in den letzten 70 Jahren sich in solche Konflikte nicht einzumischen. Das ist meine Position, das ist auch die Position unserer Fraktion. Vielen Dank. Danke.